Moinsen Leute, Kern hier mit einem weiteren Gameplay-Kommentar. Heute habe ich ein Team der Match auf der Map Firing Range für euch und es geht heute mal um Black Ops 2 und um genauer zu sein um den Trailer. Ich habe das Video hier schon angekündigt und zwar geht es heute um meine Meinung um diesen Trailer und allgemein um Black Ops. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal den Multiplayer gesehen haben. Fand ich echt geil und ich muss sagen, mir hat der Trailer persönlich gefallen. Also ich kann nicht viel dran aussetzen. Das Einzige, was mich halt ein bisschen am Trailer gestört hat, war, dass man die Minimap ein bisschen zu wenig gesehen hat. Ja, ich wollte ja unbedingt ein bisschen mehr von den Maps sehen. Man hat aber leider nur sehr wenig von denen gesehen. Ich muss aber sagen, das, was man auf der Minimap gesehen hat, sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht so aus, als wäre das Map-Design wieder im Black Ops 1-Stil, was mir auf jeden Fall sehr gefallen würde und ich auch sehr begrüßen würde. Und ansonsten war das eigentlich schon alles okay. Also ich muss sagen, dieses Setup scheint zu funktionieren. Das passt eigentlich ziemlich gut. Die Grafik, die Waffen, das ganze Setup hat eigentlich gepasst. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es scheint uns auch ein neuer Spielmodus zu erwarten, und zwar Multi-Team-Deathmatch, also quasi mehrere Teams. Ich denke mal, das werden dann Vierer-Teams, die im Battlefield sein, die dann halt zu viert oder so spielen. Kein Plan. Muss man mal schauen. Bei der ersten Map, die war ja auch ein bisschen größer, also vielleicht haben sie da auch spezielle Maps für den Modus gemacht. Mal schauen. Also das könnte doch schon sehr interessant und sehr lustig werden, so ein kleines, quasi Squad-Team-Deathmatch oder halt jetzt hier heißt es Multi-Team-Deathmatch. Und ich muss auch sagen, sonst hat mir das Setup halt gefallen. Das Balancing scheint auch okay zu sein, also ich finde das Rotpunktvisier jetzt durch die Mauer gar nicht so krass und ansonsten haben ja viele gemeint, warum lädst du den Trailer von Halo 4 hoch? Also ganz ehrlich Leute, habt ihr mal Halo gesehen? Ich meine, da kann man 40 Meter hoch springen, what the fuck? Ne, also ich weiß nicht, also mit Halo hat das irgendwie gar nichts zu tun. Manche haben auch gesagt, das hätte was mit Crysis 3 zu tun, also ich weiß ja nicht, ne? Also Crysis lebt von seinem Nanosuit und das ist doch schon noch ziemlich weit davon entfernt. Also ich finde eigentlich so Aussagen ziemlich unnötig und die zeigen auch ein gerade großes Niveau. Also ich weiß nicht, wer auf solche dummen Ideen kommt, jetzt zu sagen, Black Ops 2 wäre wie Crysis oder Halo. Also da muss man schon ein bisschen in den Kopf gefickt sein. Ist einfach so. Also finde ich überhaupt nicht. Und ich muss sagen, mir allgemein hat es gefallen. Man kann auch recht wenig zu dem Game sagen. Hat nicht wirklich viel ausgesagt. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber dennoch, die wichtigen Punkte wie das neue Klassensystem und auch das Setup an sich hat man gesehen. Bisschen Killstreak-lastig, das Ganze kann ich jetzt nicht bestätigen. Killstreak müssen auch erstmal erspielt werden. Und solange meine Gegner die nicht bekommen, habe ich auch kein Problem mit Killstreaks. Und in den meisten Fällen bekommen die auch nicht. Aber nun gut, das Gameplay hier ist jetzt auch schon so gut wie vorbei. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zu diesem Trailer in die Kommentare, ja. Also würde mich wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt, ob das auch so in meine Richtung geht oder ob ihr da anderer Meinung seid. Und ansonsten, wenn es euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und ich glaube, der Endscore hier von dem Gameplay sind 32, 3 oder 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.